Was geht, Waffel, Bande? Guck, direkt neue Begrüßung zum Anfang des Jahres. Schön war's, schön ist es abgegangen die letzten Tage. Ich habe euch ein bisschen verunsichert und ein bisschen durch die Prärie laufen lassen von Leben her. Beiden Videos, die ich mit dem Philipp zusammen gemacht habe. Shoutout geht auf jeden Fall auch raus an den. Der ist mal ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Der hat mir da sehr ausgeholfen. Könnt ihr mal vorbeigehen und ein bisschen Liebe da lassen. Das wäre ganz süß. Es gab viele Fragen noch zu der ganzen Thematik. Das waren jetzt auch nur zwei sehr kryptische Videos zu dem ganzen Thema Waffelbande. Und ich würde heute gerne mal ein bisschen aufklären. Zu den Fragen, die da drunter aufgekommen sind und den Sachen, die ich vielleicht noch dazu sagen möchte. Und deswegen einfach mal ganz kurz angefangen. Das war natürlich alles so eine kleine Hommage, weil letzten Jahre waren jetzt ganz gut, ne? Wir sind ja auch jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Aber gerade das letzte Jahr war ziemlich scheiße bei mir. Ich habe einen Nervzusammenbruch gehabt. Mir ging es nicht gut, ganz lange nicht. Dann ist in den letzten 4 Jahren jedes Jahr ein enges Familienmitglied gestorben. Was dann auch auf Dauer, wenn sich das so über 4 Jahre so ein bisschen hochschaukelt, dann doch immer ganz heftig ist, weil ich mir auch nie dann die Auszeiten gegönnt habe, die ich gebraucht habe. Dann ist viel noch privat passiert, umgezogen, der ganze Kram, Leute, und das war dann nicht schön. Die letzten paar Monate habe ich mich dann zum Glück wieder ein bisschen fangen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe es auch immer wieder in den anderen Videos gesagt, ich war sehr unzufrieden mit dem, wo sich mein Kanal hinentwickelt und das, was ich damit mache, und da habe ich mir jetzt ein paar lustige Sachen überlegt, was jetzt aber auch erstmal beinhaltet, dass zumindest für den Januar auch erstmal nur ein Video täglich kommt, weil ich da mehr darauf achten möchte, was ich mache und wie ich es mal mache und auch nochmal ein bisschen weiter rumprobieren möchte. Und zu diesem Rumprobieren und zu diesem Neuanfang hat halt für mich eben auch ein Logo gehört, was halt sowohl gleich ist, aber auch was Neues. Und deswegen halt dieses zerteilte Dreieck für eben die Vergangenheit, so wird ein bisschen durchgeschnitten. Und dann ist endlich dieser verdammte Text auf meinem scheiß Dreieck weg, weil den hat tatsächlich keiner wirklich lesen können. Wir sind jetzt eine Bande, das heißt, wir sind cool. Da kommt noch viel Schissel auf euch zu für das Jahr. Es gibt einzelne Etappen, die schon geplant sind. Ich sitze schon seit letztem Jahr September, sitze ich schon mit den Leuten von Holy Mesh dran für neuen Merchandise, auch so aufgezogen. Wir haben richtig coole Sachen gemacht, richtig coole Dinger etabliert jetzt. Webseiten dazu sind gerade im Aufbau und der andere Schissel, wir hoffen, wir kriegen es Februar hin. Es wird auf jeden Fall absolut nice. Ich habe schon Muster hier, aber die möchte ich euch noch nicht zeigen, weil nur ein bisschen Spannung muss ja bleiben. Ihr werdet auf jeden Fall Bescheid wissen. Ich hoffe, wir schaffen es am 1.2. das alles rauszubringen, weil das war jetzt echt monatelang übelster Hustle, den wir hier abgeliefert haben von beiden Seiten. Und wir sind jetzt da in den letzten Zügen. Und das wird auf jeden Fall noch richtig nice, aber vielen Dank auf jeden Fall erstmal an euch für diese positive Aufnahme davon. Das ist sehr, sehr süß. Und des Weiteren Dankeschön für irgendwie jetzt 3 Tage Trends Platz 1, was halt übel krank ist, Leute. Also das ist wirklich viel, viel Hype auf einmal, der dann da doch mitgekommen ist. Neue Hintergrundbild auf deinem Kanal finde ich sau nice, schreibt der Silent Mensch hier. Dankeschön, auch der Banner, da ist ja schon vielleicht eine Schrift drin im Banner, die wir auch entwickelt haben. Hat natürlich vielleicht auch schon was mit Merchandise zu tun. Ist aber auch eine Schrift, die ich bald gerne als Font für euch rausbringe und wo wir dann zusammen ein bisschen Spaß mit haben werden. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wir checken es nicht, Bande. Also, wie gesagt, es war sehr kryptisch. Ich habe zwar auch mit Philipp geredet und auch mit dem Frankie, der mich da gedoubelt hat als Hacker am Anfang auf dem Laptop. Ich habe da mit denen ganz lange drüber gequatscht und wegen dem Livestream von Revi, den habe ich überhaupt nicht bedacht, ist es halt eben so weit gekommen, dass wir das alles uns spontan an einem Tag ausgedacht haben, was ihr da seht. Und dafür ist es dann doch sehr gut geworden. Die ursprüngliche Idee von den Videos war eine ganz andere. Da hätte man aber auch viel mehr Drehtage für gebraucht. Und das war jetzt sehr spontan gewuppt. Deswegen war das auch viel kryptischer. Deswegen kann ich verstehen, wenn es ein paar nicht gecheckt haben. Es war im Prinzip einfach nur so eine Reise durch so von mir selber weg zu jemandem, wo ich unbedingt hin will. Und das soll eben dieses neue Logo und dieser neue Banner und eben das alles so ein bisschen zeigen und bewirken, eben, dass das so ein Neuanfang ist. Das haben schon viele natürlich gecheckt. Und derjenige, der mir SMS geschrieben hat, WB steht für Waffelbande. Ne? Waffelbande hat mir SMS geschrieben. Könnt ihr ja nochmal reingucken, ob ihr es dann vielleicht besser versteht, wenn ihr das habt. Die geheime Message dieses Videos ist, dass Sturmwaffel eigentlich eine Frau ist. Ja. 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 Filmidee. Sturmi hat Sturmi getötet. Und dann geht's weiter.
genial. Ich fand, es war richtig gut geschnitten. Auch die Musik hat eine richtig geile Spannung erzeugt. Ich bleibe wachsam, warte, bis wir mehr erfahren und es weitergeht. Der Banner sieht übrigens auch mega nice aus. Dankeschön. Ja, beim Banner, super wichtig noch, da muss ich auch mal ein großes Hütchen absetzen an die Leute von Studio, von meinem Netzwerk. Da bin ich vor ein paar Monaten hingedackelt und habe dann gesagt, Leute, wir müssen das jetzt alles neu machen. Ich bin da schon beim Merchandise dran. Ich habe eine Idee. Und habe mich dann da mit dem, der guckt zwar keine deutschen Videos, weil er Engländer, glaube ich, ist. Goran heißt der gute Mann. Der ist Grafikdesigner bei Studio. Dem habe ich dann meine Ideen gesagt und der hat dann auch eben dieses Logo und das Banner jetzt so umgesetzt, viel mit hin und her und hat echt eine mega Arbeit abgeliefert auch, muss man sagen. Super schnell gewesen, super freundlich, ganz gechillter Typ, Mitte von Berlin, arbeitet da, macht normalerweise auch von Guten Morgen Internet, wenn ihr das kennt, da die Logos und die Designs, findet der da mit ein und hat da relativ schnell gecheckt, in welche Richtung ich will und hat das sehr, sehr schön gemacht und arbeitet dann auch so ein bisschen immer noch bei anderen Design-Teams jetzt so bisschen über Cross. Also Hut ab auch und dickes Danke an Studio da, dass die mich so schön unterstützt haben, dass da ist viel zusammengekommen. Wenn du nur immer solch eine Qualität hättest und es kein Glücksspiel wäre. Chris, ja, wir arbeiten dran dieses Jahr. Ilja ist ja auch hier und wir arbeiten auf Hochdruck dran, dass wir es eben besser hinkriegen. Deswegen auch jetzt die Entscheidung, zumindest jetzt erstmal für den Januar, vielleicht noch Februar, nur ein Video täglich zu machen, dass man da ein bisschen coolere Sachen machen kann, auch ein bisschen aufwendigere Sachen, weil ich auch gemerkt habe, dass der November, September, ich habe jetzt irgendwie 6 Monate lang eigentlich nur ein Video täglich gemacht, dass die auch deutlich besser bei euch ankamen. Und ich auch selber dann viel entspannter war, weil es mir auch dann manchmal leichter fällt, mehr Videos potenziell so zu machen, aber mich halt länger damit auseinandersetzen kann, damit die besser werden. Weil wenn man 2 Videos am Tag macht, dann, keine Ahnung, ist vielleicht einfach nicht mehr in Zukunft das Modell, was ich so machen kann. Was übrigens nicht heißt, dass ich aufhöre mit Gaming, dass halt nur potenziell ein bisschen weniger Gaming kommt und das ein bisschen anders gestreut wird. Weil ich auch echt, wenn ich ehrlich bin, Leute, momentan nicht ganz weiß, wo in der YouTube-Gaming-Community mein Platz ist. Deswegen wird es einfach, wenn Paluten hier ist und ich sage, hast du Bock auf FIFA, ein FIFA-Match. Und wenn Felix da ist und Bock hat auf irgendwas, machen wir das mal. Oder wir machen Wettrennen oder so. Aber ansonsten müssen wir echt mal gucken. Mir fällt auf jeden Fall mal wieder was ein. Und mit dem einen Video bin ich da auch kopflich ein bisschen besser gefahren. Deswegen bin ich sicher, wir kriegen das hin. Von Felix von der Laden, ein Waffelbande. Das ist sehr süß, Felix. Du bist ein großer, süßer Baby. Gönnt sich Klicks auf seinen Nacken. Ja, ey, ich habe tatsächlich... Also wirklich ernsthaft jetzt nicht gedacht, dass es so ein Riesending wird und auch so lange jetzt schon auf Platz 1 in den Trends ist und dass es so viele juckt. Ganz klar für die Leute da draußen, die mir das die Tage auch förmlich vorgeworfen hat, durch die Trends kommt da ja immer nochmal so ein Überschwall auch an neuen Leuten drüber. Es ist natürlich eine klare Publicity-Aktion gewesen, auf jeden Fall, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich was, was Aufmerksamkeit generiert. Herr Newstime, Newsy hat auch aufgepickt, danke dir. Da kam sicherlich dann auch nochmal ein guter Ansturm mit rüber. Es geht ja einfach nur darum, um was zu erzählen und vielleicht auch den Leuten mal wieder zu zeigen, dass man neu da ist. Wenn ne, das, also die ganze Plattform würde in Frage gestellt, wenn jemand sagen würde, ja nee, also ich finde es halt übel krass, wenn es echt gar keiner sich anguckt so und finde, so ehrlich sollte man dann auch sein. Ja, wird ganz nice. Übrigens, für alle, die jetzt nochmal rumgemeckert dann haben, dass ich das halt nur also aus einer Promo-Aktion mache, um Geld damit zu verdienen. Ich zeige euch das auch gerne mal so. Das habe ich nicht vorher oder so gemacht. Beide Videos, sowohl der Launch als auch das Remove-Ding, sind nicht monetarisiert gewesen, weil es eben so kurze Videos sind und es eher darum geht, eine Message da auszudrücken. Oder ne, eben diesen Wandel zu zeigen und nicht jetzt, um das große Geld zu machen mit einem 2-Minuten- und mit einem 38-Sekunden-Video. Hierzu bei dem Remove-Ding muss ich sagen, dass die erste Stunde, wo es online war, war das monetarisiert, weil ich es vercheckt habe. Weil ich die Logos noch geändert habe. Und wir haben hier Silvester im Büro gefeiert und gestern sah es ungefähr auch noch so in meinem Büro aus. Ich blende euch das mal ein. Die. 15 Euro Tastatur. Hype! Und dementsprechend, war das dann, bevor hier oder als die ersten Leute reingekommen sind, habe ich meinen Kanal so rumgesetzt und habe dann noch die Videos hochgeladen und hing hier, während schon alle angefangen haben zu feiern. Und deswegen habe ich dann erst nach einer Stunde gesehen, dass das Video noch monetarisiert ist. Ansonsten sollte das natürlich nicht monetarisiert sein. Ich habe mit diesen beiden Videos kein Geld verdient, nur damit das auch nochmal klar ist.
ne, scheint ja inzwischen dann immer wieder wichtig zu sein für Leute. Also, keine Ahnung, es ist immer ein bisschen wichtiger für Leute, wie viel Geld ich verdiene und wie viel Klicks ich mache, als für mich selbst eigentlich. Von daher, wenn euch das dann interessiert und ihr euch darüber Sorgen macht, könnt ihr gerne, müsst ihr aber auch nicht, mache ich es aber auch nicht mehr. Also, alles entspannt. Eine Legende besagt, dass das MacBook immer noch da oben liegt. Ist von Philipp, ist auf jeden Fall da. Der ist sehr vergisslich. Hab dich damals leider deabonniert, weil du für mich persönlich zu viele Videos gemacht hast, wie zum Beispiel diese Tests oder leider für mich zu langweilig war, okay, oder da, bla bla bla. Aber durch so Sachen wie den neuen Arbeitsplatz einrichten für den Cutter oder dieses habe ich dich wieder abonniert. Hoffe, du machst weiterhin solche Videos. Douglas, Dankeschön, das ist sehr, sehr nett. Wie gesagt, ich bin auch da nie Leuten böse, ne? Wenn ihr sagt, ja, kein Bock, so, weil das ist mir zu langweilig, also guckt, was ihr wollt, Leute, wirklich, dann guckt, was ihr wollt, alles schön. Als du dein altes Ich ausgelöscht hast und kommst als sozusagen neuer wieder, ich verstehe zwar nicht, warum du sowas gemacht hast, aber egal, tolles Video. Master Rob, wie gesagt, auch nochmal erklärt. Ich habe da viele Sachen schon gestern geliked, die immer schon auf der richtigen Spur waren, um euch auch so ein bisschen zu lenken, weil das sieht man dann ja immer. Platz 1 in den Trends, für süß, wie ihr euch auch alle darüber freut, das ist richtig schön. Und Morty, Sturm hat dein altes Universum zerstört und jetzt in unserem. Es gehört, Ilja? Ich habe ein Universum zerstört, wie bei Rick und Morty und bin jetzt im neuen Universum. Das ist die Interpretation der Leute. Was sagst du dazu als riesen Rick und Morty-Fan? Oh, jeez. sehr cooles Video, super Idee gewesen. Ich sehe zwar eigentlich keinen Grund, den Kanal beziehungsweise alles mal zu upgraden, aber ich finde, das Video trotzdem richtig cool geworden ist, sehr aufwendig gemacht hast. Ein neues Logo gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob du etwas verändern wirst, also an deinem Content oder so, weil ich eigentlich sehr gut, weil den finde ich eigentlich sehr gut. Trotzdem, denke ich mal, dass du was ändern würdest und trotzdem dabei bleiben. Super Schritt ins Jahr 2018. Okay, also es ist übel, es ist halt übel nett, Leute. Ihr seid halt echt absolut herzlich gewesen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen aufklären und erklären von dem, was abging und was vielleicht noch kommen wird. Also ein bisschen los geht's. Ich kann das mit den Neustarts. Ein bisschen los geht's jetzt erst die Tage. Ein bisschen langsamer. Wir rollen entspannt ins neue Jahr. Und unter anderem, weil Silvester echt krass war. Und ich noch ein bisschen durch den Wind bin. Deswegen auch so ein kleines Q&A, was abging. Und wie Sachen vielleicht gemeint waren. Ich hoffe, wir haben alle zusammen ein schönes, entspanntes 2018, wo wir ruhig entspannt reinschlittern können. Und ansonsten sehen wir uns zumindest, liebe Waffelbande, sehen wir uns morgen wieder mit einem kleinen Vlog, weil hier sieht es immer noch aus wie Scheiße. Und dementsprechend wird hier mal so ein bisschen Rollcall gemacht und ich brauche nochmal dringend morgen eure Hilfe. Also ich würde auf jeden Fall einschalten. Nichtsdestotrotz jetzt, nach dem vielen Danke sagen, kann ich nur nochmal Danke sagen und ich freue mich auf dieses coole Jahr und wir sehen uns dann wieder. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei wart. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und falls noch weitere Fragen bestehen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich tue mein Bestes, dass ich da irgendwie im Laufe der Zeit immer mal wieder drauf eingehe. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!